Bonjour, mes amis. Willkommen zurück zu Napoleon Total War, dem Italienfeldzug. Was ist passiert? Wir haben in der letzten Folge, wir gehen mal näher ran, hier eine österreichische Armee vernichtet mit Napoleon himself. Unsere Verluste hielten sich in Grenzen. Wir haben hier unsere zweite Armee mit Jean Serieur und mit Jean-André Masséna. Und wir ziehen jetzt gegen Coni und dann wahrscheinlich auch gegen Turin, gegen das Piemont Sardinien. Ganz einfach, weil wir auch diese besiegen müssen. Das sind nämlich Verbündete von Österreich und mit denen sind wir bekanntlicherweise ja im Krieg. Ich weiß nicht, ob ich es richtig mache, indem ich jetzt diese beiden Armeen hier zusammenziehe, aber ich will aus der Position der Stärke erstmal vorgehen. Wir haben hier unten noch eine Miliz und wir rekrutieren hier noch Linienfusiliere und Chasseurs à cheval, leichte Kavallerieeinheiten. Gut. Dann beenden wir diese Runde und gucken mal, ob wir in der nächsten Folge Coni dann angreifen können werden tun. So, es gibt neue Truppen. Rekrutierungsbericht, Chasseur und zweimal Linienfusiliere. Jawohl, sehr schön. So, reicht Napoleon denn bis dahin? Ja. Und er ja sowieso. So, dann ziehen wir ihn hier hoch. Ja, und da oben kommt noch eine kleine Armee, so wie ich das sehe. Mit zwei Einheiten. Hier drin hat er, ja, er hat ein bisschen was. So, Napoleon vereinigt sich hier mit der anderen Armee. Und wir greifen an. Wir sind hoch überlegen. Was hat er denn zu bieten? Er hat eine Linieninfanterie, sein Geschütz, einen Vier-Sterne-General und einmal Dragoner. Und dazu hat er dann noch eine Milizeinheit und fünfmal bewaffnete Bürger. Also da sind wir ihm eigentlich in allen Belangen überlegen. Und deshalb Kapitulation nimmt er nicht an. Okay, dann greifen wir an. So, dann willkommen zurück. Ich habe hier Aufstellung eingenommen und bin etwas hier hochgegangen. Auf diesen Berg, da hinten ist der Feind. Ich habe allerdings mir gerade überlegt, ich habe eine Einheit, diese da, Revolutionsinfanterie. Ich versuche, dieses Haus hier zu besetzen. Das müsste ich auch schaffen. Ja. Wir probieren es mal, wie das ist, wenn man ein Haus besetzt. Bin mal gespannt. Okay, dann würde ich sagen, schlachten wir die Stadt. Seht, hier haben wir alles verteilt. Etwas höher gelegen, das Ganze. Schauen wir mal. So. Und schnell. So, Feind rückt vor. Wir haben nicht das beste Wetter. Lassen wir uns mal überraschen. Ich habe einen Generalstab ausgewählt. Sehr clever. Mann, 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 Mann. Mich gerade schon gewundert, was ist denn los? Trifft er was? Da ist die Linieninfanterie von ihnen. So. Rückt er vor?
Ja, er kommt langsam durch die Stadt. Okay, da schießt ein Geschütz von mir. Hier hinten ist eine Ari. Aber wir schießen wohl noch zu hoch. Okay. Nein, nicht Gefecht. Wir haben ein Gebäude erobert, Sir. Sehr schön. Gut, dieses Gebäude hier oben gehört jetzt uns. Ich hoffe mal, ihr schießt nicht auf unser Gebäude selber. Okay, da haben wir ein bisschen Linie getroffen von ihnen. Ich würde sagen, sie müssen hier bergauf kommen. Wir lassen sie hier auch kommen erstmal. So, was macht ihr? Dann sind ein Tick schneller. Okay, sie rücken vor. Wir schießen ein bisschen in die Stadt rein. So, wieder normal. Was schickt er mir hier unten? Bewaffnete Bürger. Und da haben wir die Chasseur. Und daneben die Linie. Also hier ist unsere mit die stärkste Seite. Und die Chasseur fangen schon an zu schießen. Na, wir schießen hier ein bisschen rein in seine Reihen. Gut. War der General oder schon was abgekommen? Ja, ne? Okay. Haus ist besetzt. Sehr gut. Okay. Gut. So wie das für mich aussieht, okay, die ersten Bürger sind zurück. Sir, Sir! Unser General wird angegriffen! Was? 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 Was schickt er mir hier? Bewaffnete Bürger? Okay, Nahkampf. Er greift mich, meine Füsiliere hier an. Nahkampf. Die rechte Flanke ist total ruhig. So, Dragoner, in die bewaffneten Bürger reinchargen. Wir haben den General getötet, Sir. Jetzt werden sie aufgeben. Okay.
Die Füsiliere gar nicht gut. Fast ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Na hier, Revolution. Okay, wir sind hier voll im Kampf geschehen. So wie es aber aussieht, sie ziehen sich überall zurück. Generalstab, Napoleon hat einen verloren, okay. Les fils de la Révolution sont impatients de se couvrir de gloire. Schütz geht wieder auf Kanonenkugeln. Hier hat er seine 12 Pfünde stehen. Ah, da sind die Dragone. Er hat jetzt nur noch sein Geschütz hier hinten, so wie ich das sehe. Hier zieht er sich auch zurück. Und seine ganzen Bürger. Hier drüben auch. Das ist weiterhin unsere Haut. Also wer gelitten hat, sind die Linien Füsiliere ganz klar. So, die fliehen. Jo. Was macht das Geschütz? Das ist immer noch nicht im Gefecht. Und da fliehen noch ein paar Bürger. Ah, es ist außerhalb Feuerreichweite hier alles. Stopp. 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 Hier hinten war ja überhaupt nichts, oder? Nö. Ja. Die haben ein bisschen Verlust erlitten. Die hier einen sowieso, oder wahrscheinlich auch gar nichts. Die Revolutionsinfanterie hat gelitten. Die auch ein bisschen. Ja, Chasseur haben gut gekämpft. Okay. So, ist meine Kaff jetzt endlich da? Ja. So, hat er sich ausgerichtet nach mir? Nicht im Gefecht. Okay. Eigentlich General wurde ja getötet. Immer noch feuerfrei, nicht im Gefecht, nicht im Gefecht. Müde, aber wir sind überleben. Jawohl. Die haben noch nichts gemacht. Dann würde ich sagen, gibt es einen Angriff noch auf die? Ein bisschen näher das Ganze. Mal gucken, ob sie uns was entgegenzusetzen haben. Dann werden sie herantrampeln. 29. Oh, wir haben einen verloren.
Aber sie haben auch verloren. Wir sind sozusagen jetzt hinüber. Wir befolgen noch ein bisschen Einheiten. Und ich würde sagen, es reicht. Glorreicher Sieg. Entschuldigung. So, was haben wir denn? 142 Verluste zu 614, also 4,5 zu 1. Ein bisschen Kollateralschäden haben wir uns gemacht. 11 Stück, okay. So, Napoleon, ein Verlust. 7 Feinde getötet, wie auch immer. Okay, gut. Dragoner, ein Verlust. 55 Feinde getötet, sehr gut. Die Chasseur, diesmal nicht. Die 6 Pfünder haben das geleistet, jawohl. Die Grenadiere ja nicht involviert. Die Linienfüsiliere, die meisten Verluste haben aber auch 105 abgeknallt. Die Chasseur waren sehr gut bei niedrigen Verlusten. Da haben wir noch eine Infanterie, die recht viel verloren hat, aber trotzdem gut. Sehr schön. So. Jo, und wir spielen so, wie es wirklich war. Also, wir besetzen friedlich. So, was haben wir jetzt da? Provinz erobert. Wir haben jetzt eine Region erobert und so, sehr schön. Was bringt er denn da oben an? Na, da bringt er eine Zweierarmee. Nochmal eine kleinere Armee. Okay. So, wir können hier einen Nachschubposten bauen. Das tun wir auch. Sehr schön. Und wir holen uns unsere Verstärkung. D'autres ordres? Perfekt. So, jetzt muss ich was gucken. Man kann keine Region, da. Nationenübersicht Politik, nein. Hier kann man, kann nicht forschen, ne? Forschen ist noch zu, das Feld hier, okay. Schön. Gut. So. Infrastruktur, es gibt einfache Straßen, wir können hier Kopfsteinpflaster. Miliz wird eine rekrutiert. Wir haben eine Armee. Die brauchen Verstärkung. Ich bin da, ich glaube, er wird hier nicht uns angreifen. Wir können aber ein bisschen Nationalgarde zusammen. Haben wir wieder eine volle. Wir haben hier eine Revolutionsinfanterie voll. Das machen wir hier rein. Und dann gehst du noch da rein. Mhm, Grenadiere, die sind voll, voll, voll. Okay, gut. Sehr schön, gut. Was haben wir denn hier noch? Eine Stadt, Markt, Handelshaus. Städtewohlstand, Provinzwohlstand, Städtewohlstand in der Heimatprovinz. Okay. Was hat er mir hier vorgeschlagen? Hier können wir bauen einen Magistrat. 1500 kostet er uns. Repression, Besteuerung, Regierungseinheiten in Ausbildung und ermöglicht die Rekrutierung und Verstärkung von Miliz. Nein, will ich noch nicht. Wir gehen ja dann gegen Turin als nächstes vor. Dann haben wir zwei kleine Armeen auf dem Weg ja bloß. Mehr nicht. Agenten haben wir keine hier. Dann würde ich sagen, das tun wir in der nächsten Runde. Ja. Und kommen wir in einem Zug da hoch? Armee? Nein. Okay.
Dann bilden wir schon mal eine Armee. Die dann schon mal etwas vorrücken kann. Du gehst mit. So. Ihm hier schon mal ein bisschen was entgegenstellen. Auch wenn es nicht unbedingt das Beste ist. Wissen wir jetzt inzwischen, was er dabei hat? Nein, sehen wir nicht. Okay, gut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und in der nächsten Runde geht's weiter mit Napoleon und seinem Feldzug. Au revoir, mes amis. Bis zum nächsten Mal. Danke, danke, danke.